Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nach der weltdümmsten Energiepolitik, wie sie das Wall Street Journal nannte, schicken wir uns nun an, mit der weltdümmsten Umweltpolitik auf uns aufmerksam zu machen. Typisch grün verfällt die Bundesregierung von einem Extrem ins andere. Von der jahrzehntelangen Verhinderung wichtiger Infrastrukturprojekte durch grüne Vorfeldinstitutionen, um Juchten, Käfern und Fledermäusen gerecht zu werden, bringt uns nun das sogenannte Osterpaket der Bundesregierung die umweltpolitische 180-Grad-Wende. Rodungen für Windkraft in Wald- und Landschaftsschutzgebieten möglichst ohne jeden Abstand zu Wohnsiedlungen und das auf 2% unserer Gesamtfläche. Also Landschaftszerstörung auf mehr als 7000 Quadratkilometern. Planungsbeschleunigung mit der Brechstange. Die Belange des Umwelt- und Artenschutzes spielen dabei plötzlich eine völlig untergeordnete Rolle. Alles für die grüne Illusion, man könne die Energieversorgung eines Industrielandes fast ausschließlich durch Wind und Sonne sicherstellen. Nun soll die Zahl der Windräder also vervierfacht werden. Dass aber, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, 4 mal 0 immer noch 0 ist, ist grünen Politikern offenkundig nicht zu vermitteln. Sollte unsere Energieversorgung im nächsten Winter wider Erwarten nicht komplett zusammenbrechen, wird es also daran liegen, dass wir Atomstrom zum Beispiel aus Frankreich in großen Mengen einkaufen werden. Dem Frankreich, welches gerade für jedes AKW, welches wir abschalten, 2 neue aufbaut. Nachdem wir am Beispiel russischen Gases gerade gelernt haben, wie problematisch Abhängigkeiten von anderen Staaten sind, machen wir diesen Fehler gleich noch einmal. Inzwischen macht eine Anekdote die Runde, nach welcher ein französischer Politiker gefragt wird, warum denn in Frankreich immer mehr Atomkraftwerke entstehen. Die Antwort lautet: damit die Deutschen unsere Renten bezahlen, meine Damen und Herren. Dass links-grüne Politik unsere Energiesicherheit gefährdet und unseren Wohlstand vernichtet, wird gerade den meisten klar, die Benzin, Strom, Gas und Lebensmittel nicht mehr zahlen können. Dass am Ende dieses ideologischen Amoklaufes auch zerstörte Naturlandschaften stehen werden, das hätten sich viele allerdings nicht träumen lassen. Eines lernen wir jedenfalls in der heutigen Zeit, nämlich dass grüne Umweltpolitik absolut beliebig ist, dass sie immer nur Mittel zum Zweck war, um die eigentlichen verdeckten Ziele zu erreichen. Und das schon seit Ende der 70er, als spätere Grüne noch dem Kommunistischen Bund angehörten. Was stört uns unser grünes Umweltgeschwätz von gestern, könnte man sagen. Vielen Dank. Die Kollegin Dr. Lina Seitzel hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion.